Olympische Sportgymnastik ist eine Mischung aus turnerischen, tänzerischen und Ballettelementen zusammen mit einem Handgerät. Also wir arbeiten nicht wie die Turner an Geräten, sondern mit Geräten. Es gibt 5 Stück. Für die ganz Kleinen gibt es auch noch eine Übung ohne Handgerät. Ja, es gibt einmal das Seil, das ist meistens aus Hanf oder Nylon gemacht. Dann gibt es den Reifen, der hat unterschiedliche Durchmesser, je nach Größe des Mädchens und je nach Altersklasse des Mädchens muss der einen bestimmten Durchmesser haben. Dann gibt es den Ball, der muss mindestens 400 Gramm wiegen. Die Keulen, das sind also mittlerweile sind das meistens Keulen aus Gummi. Früher war das Hartplastik oder Holz, ganz einfach. Ja, und das Band, das ist, besteht aus einem Stock und einem Satin- oder Seidenband, ja, das dann 6 Meter lang ist bei den Großen, bei den Kleineren 5 und dann bewegt werden muss. Musik spielt eigentlich die größte Rolle in der rhythmischen Sportgymnastik. Also es müssen rhythmische Schritte passend zur Musik gezeigt werden, mindestens einmal pro Übung über 8 Sekunden. Rhythmische Sportgymnastik ohne Musik gibt es nicht. Ein hohes Maß an Koordination wird bei jedem Gerät gefordert, noch bei den Keulen und beim Band, denke ich, ist es noch schwieriger. Und natürlich ist es für die Mädchen auch sehr schwierig, diese Beweglichkeit zu erlernen, die Eleganz dabei an den Tag zu legen und das dann auch durchzuhalten auf längere Zeit.